In meinen Seminaren werde ich immer wieder gefragt in letzter Zeit, Jürgen, was hältst du eigentlich von Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen? So, nämlich gerade hier Mittagspause mache auf meiner wunderbaren Terrasse hier in meinem neuen Firmengebäude, möchte ich die Gelegenheit nutzen, da gerade mal auf diese Frage einzugehen. Also vielleicht wichtigste Antwort, ich selber bin ein großer Befürworter von Kryptowährungen. Allerdings, das muss man auch ganz klar sagen an der Stelle, Kryptowährungen sind nichts für Menschen mit schwachen Nerven oder einem sehr sensiblen Gemüt. Warum? Kryptowährungen sind von ihrem Wert her sehr volatil. Was heißt volatil? Es geht steil nach oben, aber es geht auch umso steiler wieder nach unten. Als ich jetzt diese Aufnahmen mache, das ist gerade eben jetzt im Juni 2022, hat beispielsweise Bitcoin um fast 80% Wert seit seinem Höhepunkt im Oktober, November 2021 verloren. Jetzt stell dir vor, du hast dein ganzes Vermögen nur in Bitcoin angelegt und plötzlich stellst du auf dem Papier fest, du hast 80% verloren. Das ist natürlich so traumatisch, dass unterwegs auf dem Weg, bis diese 80% erreicht werden, die meisten Kleinanleger schon wieder verkauft haben und sie schwören, ich gehe nie wieder in eine Anlage mit Krypto. Also, ich bin Befürworter, aber wie gesagt, du musst wissen, dass es eine stark volatile Anlage ist. Ich persönlich bin investiert in zwei Kryptowährungen, einmal in Bitcoin und das zweite ist Ethereum. Warum? Bitcoin ist das Original. Mit Bitcoin gingen die Kryptowährungen los. Bitcoin war also der erste und damit ist Bitcoin natürlich positioniert. Wenn du normale Menschen auf der ganzen Welt nach Kryptowährungen fragst, welche Kryptowährung ihnen einfällt, wird immer die erste Antwort sein Bitcoin. Das gleiche wie zum Beispiel, was fällt dir für eine Firma ein beim Thema Cola? Coca-Cola. Beim Thema Hamburger Fastfood-Lokale, McDonald's, beim Thema Elektroautos, Tesla. Also sie sind als der erste positioniert und damit sind sie auch der Marktführer. Und es gibt tausende von Kryptowährungen, aber der Wert von Bitcoin macht alleine die Hälfte des gesamten Kryptomarktes aus. Der zweite Wert, in dem ich investiert bin, ist Ethereum, weil Ethereum ganz einfach eine besondere Blockchain-Technologie den Menschen zur Verfügung stellt. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Währung des Ethers, Ethereum, sondern es geht also darüber weit hinaus. Und deshalb bin ich in diesen beiden Marktführern investiert. Ich glaube, dass von all den tausenden Kryptowährungen, die es sonst noch gibt, viele wieder vom Markt verschwinden werden. Deshalb bleibe ich bei diesen beiden Investments. Wie investiere ich persönlich? Also unser Familienvermögen ist zum Teil auch in Kryptowährungen investiert. Ich würde jedem, der mich fragt, immer empfehlen, mindestens 1-2% des gesamten Vermögens in den beiden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum zu investieren. Mit 1-2% ist man relativ auf der sicheren Seite, denn falls es zu einem Totalausfall kommen würde, dann hat man 1-2% seines Vermögens verloren. Das ist nicht so viel, als dass man dann vielleicht sehr traurig sein müsste. Andererseits, wenn aber Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mal wieder stark nach oben gehen, mal ein Beispiel von März 2020, als die Corona-Krise ausbrach, bis zum November 2021, also etwa ein Jahr und 9 Monate, ist der Wert des Bitcoins um das 16-fache gestiegen. Das heißt 1600% Wertsteigerung Rendite innerhalb von nur 19 Monaten. Allerdings, das muss man auch ganz offen sagen, anschließend ist der Wert des Bitcoins wieder um 80% nach unten gegangen, bis jetzt eben hier im Juni 2022. Aber es ist mittlerweile das dritte Mal, dass wir einen sogenannten Herbst-Winter für Bitcoin und andere Kryptowährungen erleben. Und alle Experten, die sich damit auskennen, sind sich einig, es wird auch wieder bergauf gehen. Also 1-2% Minimum. Wenn man risikobereiter ist und eine höhere Rendite erzielen will, dann 3-5%. Wir persönlich in unserer Familie investieren sogar 8-10% in diese beiden Kryptowährungen. Und im Gegenteil, in der Phase, wo der Wert um bis zu 80% jetzt sich wieder ermäßigt hat, dann freue ich mich darüber, dass die Preise für die beiden Kryptowährungen momentan so günstig sind und kaufe immer wieder sukzessive nach, um dann beim nächsten Aufschwung wieder eine deutliche Rendite zu erzielen. Denn wie gesagt, viele, die die letzten 2 Jahre eingestiegen sind, 2,5 Jahre, die haben nur die Aufwärtsbewegung mitgemacht. Die kennen gar nicht, was es bedeutet, wenn eben dann eine Anlage auch mal steil herunterfällt. Aber das ist die frohe Botschaft, auf jede Ebbe folgt auch wieder eine Flut.
Und beim Thema Bitcoin noch ein ganz gewichtiges Argument. Es gibt nur maximal 21 Millionen Bitcoins. Das haben diejenigen, die den Bitcoin erfunden haben, gleich mal so festgelegt. Und wir sind momentan etwa bei 19 Millionen Bitcoins angelangt und werden bis 2050 dann auf diese maximal 21 Millionen kommen. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn jeder Millionär auf dieser Erde nur einen einzigen Bitcoin in seinen Besitz zählen würde, dann wären die Bitcoins oder würden die Bitcoins bereits nicht mehr ausreichend sein. Also Bitcoin ist ein verknapptes Gut und alles, was knapp ist, ob Oldtimer, ob Bilder, ob Kunst, ob andere Dinge, ob Schmuck, ob wertvolle Uhren, alles, was knapp ist, ist wertvoll und wird im Wert steigen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht in den Dschungel, in das Dunkle der Kryptowährungen bringen. Ich würde dir empfehlen, wie gesagt, mit einem kleineren Teil deines Vermögens zu investieren, aber das ist selbstverständlich deine eigene Entscheidung und musst natürlich aufgrund deiner eigenen Risikopräferenz dann auch kompatibel mit dir sein. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ich chill noch ein bisschen hier in meiner Mittagspause. Euer Jürgen.